Hamid! Was hast du nicht verstanden? Was hast du denn gesagt? Auf die weiße Linie! Bist du ready? Ich bin fertig, komm. Boost kommt und go. Boah. Alter! Boah. Alter Schwede! Was ist mit diesem Auto los? Ohne Tisch ist das unmöglich. Dass er diese Zahlen erreicht, das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nie. Ihr wisst ja, ich bin Luxusauto-Experte und wenn meine Kunden mich anrufen und nach einer sportlichen Luxuslimousine fragen, dann besorge ich sofort einen Bentley Flansburgh oder einen Mercedes S63 AMG. Und jetzt haben wir den brandneuen Audi S8 hier. Mit dem vorherigen Modell hatte ich ja so meine Probleme. Da kommen wir gleich zu. Und heute ist die Kernfrage, kann dieses Auto, was Luxus und Sportlichkeit betrifft, im High-End-Bereich mithalten, ja oder nein? Das ist der ganz frisch facegeliftete Audi S8 mit 571 PS, ein V8-Motor von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Das ist schneller als der normale Porsche 911. Das ist Wahnsinn. Und das Auto, was wir hier fahren, kostet inklusive aller Ausstattungsfeatures 182.845 Euro. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, diese Sicherheit, die mir Audi bietet. Ich bin zum ersten Mal, wo ich so diese Sicherheit vom Audi gespürt habe, das war Mitte 90er, als der Audi 80 neu rauskam. Da bin ich mitgefahren und ich habe mich mega safe in diesem Fahrzeug gefühlt. Und ich war erst 13 oder 14 Jahre alt. Und so fühle ich mich bis heute, wenn ich in ein Audi einsteige. So, heute haben wir drei Kategorien mit den Audi S8 vor. Und zwar Luxus und Komfort, da freue ich mich richtig drauf. Dann Sportlichkeit und Performance. Und jetzt fangen wir an mit Design und da gehen wir mal nach vorne. Wir reden hier über ein Auto, was über 180.000 Euro kostet. Und wenn ich mir ein Design anschaue von einem Auto, muss es sportlich sein. Es darf nicht billig wirken. Es muss trotzdem noch edel wirken. Und ich brauche so kleine Features, die sich von anderen Autos abheben. Bei dem Vorgänger hatte ich ja meine Riesenprobleme. Du kannst die letzten 4 Jahre die Audi anschauen. Ja. Irgendwie ist gefühlt alles gleich. Dann machen sie mal hier eine Kante neu rein, da eine Kante neu rein. Das Auto ist müde. Er packt mich nicht. Das Auto wirkte alt, meine Lampen waren nicht mehr zeitgemäß. Und dann für so ein Auto weit über 150.000 Euro zu verlangen, war einfach, fand ich, nicht mehr gerechtfertigt. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich damals auch eine Schulnote 4 vergeben. 4? 4. Nee. Guck mal, ey, die Audi-Fans werden dich zerreißen, wenn du jetzt hier eine 4 vergibst. Ich sag ja immer bei allem Respekt. Ja. Das ist echt Prügel, aber es ist so, wie es ist. Ihr wisst, Design ist immer Geschmackssache, aber ich möchte hier, weil ich den Vorgänger ja arg sehr, sehr heftig kritisiert habe, möchte ich mir das neue Modell, das Facelift-Modell, jetzt genauer anschauen. Und ich fange mal an mit Details, die ich mega cool finde. Die neuen LED-Beleuchtungen haben sie extrem viel Sportlichkeit reingebracht und das Auto wirkt extremst bullig, das Auto wirkt extrem stark und das, so stelle ich mir ein S8 vor. Was ich wiederum nicht so schön finde ist, es gibt so Sachen, wenn ihr euch jetzt einmal den Bentley Continental vorstellt, der hat ja auch einen Grill vorne, was sehr markant ist. Es ist auch aus Plastik, aber da musst du echt hingehen und raufklopfen und hören, ist das jetzt Plastik oder nicht? Und bei dem Bentley sind die meisten verwundert, dass es Plastik ist. Aber hier bei Audi muss ich leider kritisieren, dass du schon extrem vom Weiten erkennst, dass das aus Plastik ist. Das hätten sie ein bisschen hochwertiger machen können. Und dann haben sie hier unten sozusagen einen Knick reingebracht in den neuen Scheinwerfer. Okay, das bringt auch extrem viel Sportlichkeit rein und das Ganze hat einen Sinn und Zweck. Wenn ihr euch das hier anschaut, das ist eine Linie, was hier so durchgeht, dann auf der Motorhaube so durchgeht und sich bis zu Ende des Fahrzeuges einmal durchzieht.
und geht hier oben sogar noch weiter. Und dann sind wir im Heckbereich, wo die extrem viel neu gemacht haben. Die durchgezogene LED-Lichtlinie hier in Rot, zeitgemäß. Und dann haben wir hier drei verschiedene Optionen bei den S8, was die Signatur hinten betrifft, wenn du dein Auto auf- und abschließt. Hast du drei verschiedene Optionen, die du dir aussuchen kannst, wie deine LED-Leuchten hinten auszusehen haben. Auch was ganz Neues kenne ich bei keinem anderen Hersteller. Alles neu, alles zeitgemäß, alles schön frisch. Fazit, Design. Es ist einfach sportlicher geworden. Das Auto ist trotzdem edel geblieben. Das Auto hebt sich von dem alten richtig ab. Dieses eine Stern, was ich da abziehe, ist einfach nur, weil mir vorne im Frontbereich zu viel Plastik verarbeitet ist. Und Plastik, was du sofort erkennst. Und deswegen kriegt das Auto, was Design betrifft, 4 Sterne von 5. Die Kernfrage ist ja heute, kann der Audi S8 in Sachen Luxus und Sportlichkeit im High-End-Bereich mithalten? Ja oder nein? Und jetzt schauen wir uns mal Luxus genauer an. Wenn ich ein Auto für über 180.000 Euro kaufe, achte ich auf alles. Das ist richtig viel Geld. Da kaufen sich manche Eigentumswohnungen für. Die allererste Geschichte ist immer, wie fühlt sich mein Leder an? Wie fühlen sich meine Sitze an? Und dann, was kann ich als Chef, der hinten sitzt, der Chef, bestimmen, was vorne abgeht? Das heißt, wie viel Einfluss habe ich auf ein Infotainment im vorderen Bereich? Wenn du dein Leder anfasst, die feinste Napa-Leder, dann Kontrast-Stitching, richtig geil und präzise, dann mein super Carbon, Akzente gesetzt in Alu-Optik und dann perfekt verarbeitet natürlich Alcantara, die Innenausstattung für 6.700 Euro circa, was sich zu 100% lohnt. Es fühlt sich einfach mega cool an, es sind richtig gemütliche Sitze, es ist einfach edel. Lenkräder sind für mich persönlich extrem wichtig, weil das ist das Erste, was ich habe. Und das ist das meiste Kontakt zum Auto natürlich. Immer schön beide Hände am Lenkrad. Und jetzt bei dem Facelift S8 ist das Einzige, was jetzt innen nur verändert wurde, mein Lenkrad. Die haben jetzt endlich ein 3-Speichen-Lenkrad. Bei 3 Speichen, es ist wesentlich besser geworden. Eine kleine Airbag-Tasche. Und da kommt schon wieder Sportlichkeit mit rüber. Was ich sehr, sehr durchdacht finde von Audi, bei Bentley würde man das Second Hydrary nennen, das heißt, obere Segment haben sie dann schön in Schwarz gehalten. Und das hat immer einen Grund, weil schwarze Armaturenbretter, die spiegeln sich in der Scheibe nicht wieder. Jeder, der sein Armaturenbrett in beige hat, hell hat, alles, kann mir das so 100% bestätigen, je heller dein Armaturenbrett ist, desto mehr spiegelt sich das und nach einer Zeit nervt das total. Aber das haben sie hier richtig schön edel gemacht und das ist auch eine Art Luxus, was ich extrem wichtig finde, damit ich mich auch bei der Fahrt wohlfühle. Wenn ich spezielle Arbeiten habe, wie ganz schnell Termine vorbereiten oder viel telefonieren muss und so weiter, dann möchte ich nicht fahren. Jetzt gehe ich nach hinten und teste mal meinen Luxus hinten aus, was das Auto alles hinten kann. Und dafür habe ich den schnellsten Chauffeur der Welt engagiert. Natürlich steht's zu Diensten. Wenn Herr Mossadegh anruft, dann springe ich natürlich. Und er kriegt selbstverständlich den schnellsten Chauffeur der Welt. Vor allen Dingen, wenn S8 auf dem Programm steht, dann bin ich dabei. Wow! Ja! Extra, wie der hochfährt! Extra für dich, 50 mm, damit du gut rein- und rauskommst. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Mossadegh. Alles fit? Ja, ich freue mich, dass ich wieder zum Dienst antreten darf. Ich habe hier einen Audi dabei, siehst du ja. Ja. Den S8. Sehr gut. Das Auto soll ja extrem viel können. Und ich möchte jetzt hinten, ich betone es hinten, ja, Luxus und Komfort testen und ausprobieren. Dafür hast du mich angerufen. Dich. Ja. Okay? Und zieh das mal bitte aus hier. Was ist das denn? Ja, ich zieh's aus. Ey, komm. Ich wollte gerade fragen, ob ich auch ohne diese komische Kleidung hier arbeiten darf. Ja, bitte aber die Tür aufmachen, Herr Malmedine. So, herzlich willkommen. Viele, oh, guck dir das an. Das ist doch Luxus pur, Mann. Das ist doch unglaublich. Jawohl, 571 PS, die werden wir jetzt fliegen lassen. Mal gucken, wie lange es aushält.
So, Soundcheck, hast du Bock? Schön. Standesgemäßer Sound, würde ich sagen, V8 oder? Halt, ne? V8 also durch das, und durch. Das ist schon gut, finde ich. Das ist dieses nadelstreifige V8. Mhm. Du hörst das, du spürst das. Ja. Es ist einfach da, auch beim Gangwechsel war so ein bisschen so ein genau. Noch mal extra oben reingewürzt. Ich finde auch hinten, man sitzt super safe, man sitzt richtig gut. Jetzt fährst du ungefähr 70, aber es ist irre leise. Ich kann hier alles elektrisch einstellen, meine Sitzeinstellung komplett. Das ist natürlich mega geil gemacht. Ich kann hier mich fast hinlegen. Du kannst dich fast hinlegen? Nee, hinlegen nicht, aber guck dir das mal an, das ist doch mega. Also es ist doch voll schön. Na ja, gut, wenn man wie du 1,53 groß ist, dann geht das, ne? 1,52, du machst mich immer größer als ich bin, ich finde das so geil. Ich kann hier alles digital nutzen. Und alles auch, was du vorne machen kannst, kann ich hier hinten machen. Und vor allem, wenn ich meine B&O-Anlage für 5.500 Euro in Anspruch nehme, mit 23 Boxen. Du siehst auch, vorne kommt so dezent was hochgefahren. Siehst du das da oben? Oh ja. Das ist schon geil. Alter! Und du fummelst doch da dran rum. Ach oh Gott, wie lustig, ey. Oh Gott, ist das albern. Oh mein Gott. Das ist gut. Das Einzige ist, wenn ich nach vorne schaue und dich sehe, ich sitze besser als du. Oder? Da habe ich so ein mulmiges Gefühl. Warum? Weißt du? Ey, eigentlich habe ich dich fristlos gekündigt. Letztes Mal. Oh. Das war ein veritabler Drift mit einem Bentley Flying Spur, Alter. Ey, ich kündige dich sofort. Sofort. Wenn ihr einen Chauffeur sucht, nimmt Matthias Malmedy, dann Edding und streicht ihn durch. Niemals Matthias Malmedy als Chauffeur nehmen. Und dann hast du mich doch wieder angerufen, weil du einfach weißt, dass ich der Beste... Ja, aber 2 Jahre Probezeit. Das kannst du vergessen, ey. Okay, Amit, du hast es eilig. Ich hab's sehr eilig. Ich esse nebenbei Chips einmal. So, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Diese Geschwindigkeit zu fahren ist sehr entspannt. Ja. Wir haben jetzt 250 drauf. Okay. Jetzt mache ich einfach mal so eine starke Bremsung. Du bist eben von 250 runter jetzt auf 100. Auf 100. Das ist ja nichts. Also ich habe nichts hinten gespürt. Was ich verdammt schade finde bei dem, dass es die Langversion nur für die ganz großen Märkte gibt, wie USA, Korea, China und Kanada. Ich habe hier hinten nicht mal ausklappbare Tische, wo ich meinen Laptop draufsetzen kann. Habe ich nicht. Ist das Standard quasi, ja? Oder? Ja, klar ist das Standard. Wir fahren jetzt ein Auto hier für 182.000 Euro. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass ich auch einen Bildschirm hinten habe. Ich habe einen Kunden, da kann ich ein super Beispiel zu erzählen. Für ihn ist immer wichtig, solange er Empfang hat bei seinem DVB-T2, dass da irgendein Nachrichtensender läuft, damit er immer Aktien. Nebenbei, ja, immer auch aktuell bleibt, ne? Ja. Wenn er zum nächsten Termin fährt. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und das gibt's hier nicht. Und ich meine, es kann hier auch kein Bildschirm mehr dazukommen, weil dann ist ja dein Bildschirm gefühlt hier. Das ist ja dann nicht mehr schön. Und was ich jetzt hier ziemlich schwach finde, ist die Getränkehalter. Ja. Die erinnern mich echt an so einen ganz normalen VW, Plastik und noch nicht mal gekühlt oder beheizt. Das finde ich nicht gut. Hat der auch nicht hier. Nee. Die ist schon ein bisschen schlecht hin. Die ist schlecht, ja, Hamid? Ein bisschen. Tut mir leid. Boah! Alter! Warte mal, wo müssen wir denn raus, Alter? Ich hab keine Ahnung. Der lenkt aber mit dem Heck mit. Das wird lustig gleich auf dem Flugplatz. Das wird richtig gut. Hamid, du hast vorher gesagt, ne, als wir den R8 das letzte Mal gefahren sind, hast du gesagt, das ist für mich kein Luxusauto. Ja. Ist das mit dem Facelift anders geworden, ja oder nein? Natürlich ist es ein High-End-Luxusauto, gar keine Frage. Alleine die Verarbeitung. Aber es ist ein Fahrerauto. Du hast hier viel Spaß, selber zu fahren. Aber ich sehe das Auto nicht als ein Chauffeursauto. Das sehe ich nicht. Weil hier hinten habe ich schon ein bisschen wenig Platz. Es ist kein Bentley Flying Spur. Nein, ist es nicht. Das ist einfach so.
Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sehr, Luxus sehr und Komfort wird jetzt abgeschlossen mit einer Sternevergabe. Und das ist dein Ding. Also, wir reden hier über ein Auto High Level, 180.000 Euro, über 180.000 Euro sogar. Ja. Es passt alles. Ich bin aber von zwei Sachen enttäuscht. Mir fehlt mein Bildschirm hinten. Ich möchte mein Bildschirm hinten haben in der Liga. Und was mir extrem fehlt hinten, ist ein Tisch, wo ich meinen Laptop abstellen kann. Und ich bin jetzt einfach knallhart und ich bring's auf den Punkt, der kriegt 3 Sterne von 5, was Komfort betrifft. Wow, das ist hart. Ich ziehe die 2 Sterne ab, weil seine Konkurrenz, wie die S-Klasse, viel mehr Ausstattung hat mit meinem Rear-Entertainment-System, wo ich auch immer tatsächlich, wenn ich einen Chauffeur habe, hinten permanent mir Nachrichten anschauen kann, meine Tischfunktion habe. Und das sind alles Punkte, die hier fehlen. Und wenn du in der Liga mitspielen willst, dann musst du komplett mitspielen. Jetzt sind wir auf dem Flugplatz und jetzt kommt genau dein Part. 800 Meter lang Start- und Landebahn. Und hier testen wir jetzt Performance und Sportlichkeit aus. Also stellen wir jetzt ein paar Pylonen auf. Ja. Und dann kommt dein Teil. Ja, sehr schön. Also, ich habe hier schon mal was vorbereitet, Hamid. Wir werden als allererstes 0 auf 100 machen. Ja. Das hier ist die Startlinie, der ja. S8. Soll in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 gehen. Wir testen das jetzt unter Realbedingungen. Ich habe einen Passagier dabei, ganz normal. Und wir haben Winterreifen drauf. Mal gucken, ob er die 3,8 trotzdem knackt. Okay. Dann machen wir einen Slalom-Parcours. Okay. Da testen wir die Wendigkeit, die Allradlenkung, zeige ich dir auch gleich noch. Okay. Richtig krass, wenn du jetzt guckst, mal, wenn wir so ganz langsam mal eine Kurve fahren. Yeah. Muss mal von draußen gucken. Pass auf. Beeil dich. Ja, Wahnsinn. Ja, krass. Das ist ja krass. Ja, jetzt sieht man richtig. Ja, Wahnsinn. Das verhilft dir natürlich super geil, dass du mega geil wenden kannst. Enge Parkhäuser kennen wir ja alle. Kannst du natürlich richtig geil einparken. Und vor allem gibt dir das ein Sicherheitsgefühl ohne Ende. Richtig gut, ne? Heftig. Ja, dass man das so gewaltig sieht, hätte ich gar nicht gedacht. So, Hamid. Was denn? Du musst mir ein bisschen helfen. Ja, ich helfe dir. Ja? Du nimmst die Pylonen ja. Und ich fahre die Meter ab. Alle 18 Meter muss eine Pylone stehen. Bleibst du stehen dann? Nee, wir machen 36 Meter. Warte, setz dich hinten rein. Ja, warte. Oh. Setz dich hinten rein. Ja, warte doch. Setz dich hinten rein. Ja, entspann dich doch mal. So, jetzt. Wenn du stoppst, lege ich eine Pylone raus. So was muss ich machen. Bist du bereit? Ja, aber ey, bleib entspannt. Nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Hamid. Ja? Siehst du das Ende von der weißen Linie? Ja. Da kommt ein Pylon hin, bitte. Okay. Ja, fahr mal ein bisschen zurück. Okay, du steig aus jetzt, los. Alter, dann bleib stehen. Ich stell die Pylone jetzt hin. Ja, warte. Boah. Alter, das muss, dass ich das machen muss, ne? Fahr weiter. Hamid! Runter? Fahr weiter. Was hast du nicht verstanden? Was hast du denn gesagt? Auf die weiße Linie. Ach, auf die weiße Linie. Zeig mal. Wo denn? Warte, warte. Ah, guck mal. Der feine Herr. Er bewegt sich tatsächlich. Ach, meinst du die weiße Linie? Die weiße Linie, ja. Ach so, okay. Dann stehen die in einer Linie, weißt du? Ja, dann mach doch mal Folgendes, bitte. Fahr doch jetzt genau in die Mitte, so wie wir das in den Baustellen machen. Alles klar. Okay, dann brauche ich nicht immer rein und raus. Dann, wenn ich dachte, du stoppst, ein bisschen Bewegung tut dir gut. Wenn du stoppst, lege ich eine Pylone raus. Boah, genau. Einmal mitdenken. Okay, weiter. Stopp. Okay, alles klar. So, komm, sind wir fertig. Meine Hose sieht aus, Alter. Scheiße. Als allererstes werden wir 0 auf 100 machen. Die Zeit vom Hersteller ist 3,8. Es geht einfach darum, eine Standardsituation abzubilden. Eben mit Passagieren hinten drin. Ein bisschen Gepäck haben wir auch dabei. Winterreifen. Mal gucken, ob er die 3,8 trotzdem schafft. Jetzt wird erstmal GPS-Messgerät gestartet hier. Okay. 0 auf 100. Haben wir eingestellt. Start. Bist du ready? Ich bin fertig, komm.
Boost kommt und go. Boah, Alter. Boah, Alter Schwede. Das hab ich sofort gespürt. Ja. Das ist schneller als 3,8. Definitiv. 3,517 Sekunden. 3,5? Ey, das ist ja Wahnsinn. 3,51, also es ist fast eine 3,5 glatt. Echt Wahnsinn, dass du so weit drunter bist. Alter. Aber man hat auch diese geballte Power gespürt. Ne? Du hast sofort gespürt, dieses Ding will los. Ja. Also das war schon wirklich heftig. Ich probiere es jetzt zurück auch nochmal aus. Das ist ja krass. Das ist echt Wahnsinn. Gib mir den Boost. Boah, der knallt dich hier hinten rein, ey. Der verkrallt sich, Alter, noch schneller. Das kann nicht 3,335. Was ist mit diesem Auto los? Das kann er ja ist eine halbe Sekunde fast schneller als die Werksangabe. Heftig. Es ist exorbitant krass, was dieser Testwagen von Audi hier auf dem Parkett geliefert hat. Das sind Zeiten. Porsche 911 Turbo S. Unfassbar. Ungefähr in der Range. Ne? Der ist noch ein bisschen schneller. Aber 3,3 ist ein absoluter Brecher. Da muss alles gepasst haben. Und Fakt ist, hundertprozentig steht dieser Testwagen hier sehr, sehr gut im Saft. Definitiv. Ja? Aber dass er diese Zahlen erreicht, ist gigantisch. Also eine halbe Sekunde schneller, das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nie. Nein, aber das und bestätigt... Und das mit Winterreifen, entschuldige. Genau. Und noch mit zwei Personen an Bord. Absolut. Und das bestätigt mir immer wieder, dass da extrem viel Sportwagen drin steckt. Extrem viel Sportwagen. Und das ist krass. Weil dieser Pylonenslalom, das ist schon ein bisschen was Heftigeres. Da wird sehr, sehr viel Bewegung im Auto geben. Also das wird, glaube ich, ziemlich spannend. Ich habe noch was Kleines vorbereitet für dich, Hamid. Jetzt kommt's. Kleine Nebenaufgabe. Ich habe was zum Ausmalen für dich. Nicht dein Ernst. Doch. Und du musst bitte ausmalen. Und natürlich wollen wir das möglichst präzise ausgemalt haben. Ne? Also sieh zu, dass du nicht über die Linien drüber malst. Immer wenn ich mit Hamid losfahre, habe ich Malbücher dabei. Weil ich weiß, irgendwann hat er seine zwei Handys leer telefoniert. Irgendwann sind alle Karren verkauft und neue angekauft. Irgendwann ist er einfach zufrieden. Das war's. Was soll ich jetzt machen? Genau. Dann kommt mein Malbuch. Du malst jetzt einfach. Ich fahre, du malst. Jetzt schon? Alter, nein. Das ist unmöglich. Ey, du bist so ein... Das ist der Parcours. Wir wollen herausfinden, was kann das Auto. ESP ist aus. Wir sind in Dynamic. Und das Auto ist sehr dynamisch. Alter! Man muss schon sagen, dass das Heck tatsächlich mitlenkt. Alter, das wollen wir, weil wir wollen ja, dass der dynamisch geht. Mein Tisch fehlt. Und wir wollen auch rein theoretisch, dass er mal das Heck fliegen wird. Ich habe jetzt bewusst mit ein bisschen Gas wechseln provoziert. Man kann das aber auch sauber rausfahren. Wenn ich das Gas ganz glatt anlege, ist da nichts mit Zucken. Und natürlich, wenn ich das ESP anlasse, ist da auch nichts mit Zucken. Ohne Tisch ist das unmöglich. Egal, was du jetzt gemacht hast, auch wenn du wie der Letzte gefahren bist. Ne? Hier hinten ist alles safe. Guck mal, meine Wasserflasche hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Wirklich? Nein, jetzt ohne Scherz. Hier, es ist da ganz fest. Ja, krass. Es ist alles extrem geil und mein Bild ist richtig geil geworden. Also, das Auto ist wirklich sehr, sehr sportlich. Das haben wir im Slalom gesehen. Das Ding geht da durch, das macht richtig Bock. Das erwartest du auch nicht von so einem Dickschiff. Also wirklich, das ist schon exorbitant gut. Also auch mega, wie du hinten sitzt. Ich bleib aber dabei, mir fehlt mein Tisch. Also ganz ehrlich, Hamid, wenn ich mir das Bild angucke, es ist schon extrem gut ausgemalt. Obwohl ich sehr sportlich durch den Slalom durchgefahren bin. Wir sind ja quasi auch gedriftet. Immer gegen Ende ist das Ding so weit ausgebrochen. Natürlich durch mich provoziert, aber es ist so weit ausgebrochen, dass wir echt gedriftet sind. Klar. Und wenn man dann sowas dahin fickt, das ist schon gut. Ja, das ist Wahnsinn.
Aber das zeigt ist erstens, warte, komm, bitte, dass du bitte, eine harte Hand hast, mit der du deine Verhandlungen führst. Okay. Und mit der du deine Zeichnungen durchführst. Okay. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie, dass er halt berechenbar und sauber fährt. Ja. Performance und Sportlichkeit, wie viele Sterne vergeben wir, wenn wir 5 vergeben dürfen? Für Performance und Sportlichkeit habe ich ja genau dich heute da. Ja. Okay? Du bist da und du sagst mir erstmal, wie viele Sterne würdest du vergeben? Also ich vergebe definitiv 5 von 5 Sternen, weil das Auto geht ultra schnell von 0 auf 100. 3,8, wenn er das gemacht hätte, wäre es perfekt gewesen. Aber jetzt jedes Mal unterboten, er war jedes Mal schneller, bis zu 3,3, unfassbar. 250 läuft er auf der Autobahn, super sensationell. Im Slalom wirklich schön neutral die ganze Zeit, bam, bam, bam. Wenn du es provozierst, kannst du damit sogar richtig querfahren. Dann hier einen Donut drehen, auf dem Eissee könntest du damit zaubern. Vom Allerfeinsten 5 von 5 Sternen. Okay, dann vergeben wir 5 Sterne. Danke. Ohne Gegenwehr? Was ist los mit dir? Ohne Gegenwehr. Nichts verhandeln? Nein. Weil du hast recht. Du hast recht. Die Kernfrage war ja, kann der S8 in Sachen Luxus und Sportlichkeit im High-End-Bereich mithalten? Ja oder nein? Das Auto hat 12 Sterne bekommen von 15. Das spricht schon extrem für dieses Auto. Und es waren nur die kleinen Nuancen, die die 3 Sterne ihn gekostet haben. Außen, designtechnisch, haben sie alles perfekt gemacht. Nur ein bisschen zu viel Plastik. Das ist so diese kleine Nuance. Innen haben sie einen fehlenden Tisch. Wenn ich keinen Tisch habe, kann ich nicht richtig arbeiten. Und was noch innen dazu kommt, ist, mir fehlt mein Bildschirm hinten. Und das hat ihn diese 3 Sterne gekostet. Deswegen kommen wir auf 12 Sterne. Aber trotzdem kann das Auto, was Luxus, Qualität und Design betrifft, mit den ganz oberen Autos wie der S-Klasse, Bentley, Flying Spur und so weiter, definitiv mithalten. Auf jeden Fall. Ich bring dich nach Hause. Du hast genug gearbeitet heute. Aber mach die es andere ist 14 Seite Uhr, auf. Du musst nach Hause. Ich muss auf die andere Seite. Komm. Komm, komm, sagt er, komm. Oh, die Sonne kommt raus. Schön. Ja. Ich leg mich jetzt noch ein bisschen in die Sonne. Oh, mach meine Rodos bitte noch hoch. Und du fängst jetzt an zu arbeiten, mal die ganze Zeit hier nur im Auto sich rumkutschieren lassen. Doch.